Duncan, seid jetzt mal ruhig da drüben. Das können wir auch machen. So. Also, da. Okay. Ich bin ja nur der mit ein bisschen dummen Fragen. Ne? Jo. Ja. Wir können auch hier hinterlegen. Einen Zettel. Wir haben noch 2 Minuten, um irgendwas zu trinken zu organisieren. Gut, cool wäre, wir gehen jetzt gleich live und ihr, wenn ihr hektisch und her rennt, im Hintergrund. Läuft es live? Ja. Ja, schau mal. Sind wir live? Marcel, ja, schau doch mal, ob wir live sind. Noch nicht ganz fertig, oder? Wir sind live, aber noch nicht ganz fertig. Ja, so, ich muss erstmal nach vorne gehen. Gehen wir rechts auf die Whisky-Hautseite. Oder da? Ich dachte, wir machen jetzt erst den Armin Laschet. Ist ja auch live. Wollten wir, ja. Wir wollten auch mit Maske starten. Jetzt sind wir nicht. Ja, komm, nee, wir was ist das? Das sind wir. Komm, das sind wir. Da sind wir live. Wir gucken schon 36 zu. Ziehen wir jetzt mal eine Maske auf? Ja, natürlich, oder? Die Frage, ja. Die Frage ist, haben die Leute da draußen Masken auf? Dann sollten sie es mal in die Kommentare posten. Das haben sie jetzt vielleicht alle noch nicht verstanden, aber. Ja, also der. Was ist denn meiner eigentlich? Achso. Wie bist denn Heiner? Heiner? Was? Ach, 50 gesund Corona. Genau. So. Also wir sehen uns noch nicht. Doch, aber jetzt sind wir. Jetzt solltest du aber den Ton machen. Genau. Jetzt haben wir hinterher kommen. Natürlich seid ihr live. Wir holen mal. Ja. Also wir sehen uns noch nicht. Jetzt hören wir gar nichts mehr. Das macht ja nichts. Wir hören ja uns und. Das würde ich ja wir auch nicht sagen. Ne? Also ja. Wenn wir nichts sagen, kann man uns draußen auch nicht hören. Ja, dann müssen wir anfangen, was zu sagen. Oh, wir haben schon. Geht schon runter draußen. 41 schon. Ja, guck an. Wollen wir mal begrüßen? Ja, komm. Haben wir schon? Wir haben Punkt 18:30. Ja, dann. Ding, dong, dong. Da, 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 da. Einen wunderschönen guten Abend zusammen aus dem Whisky-Hort in Oberhausen. Ja, Olaf und Marcel hier für euch am Start mit unserem zweiten Online-Whisky-Tasting. Und diesmal, wir haben ja letztes Mal praktisch beiden bekannten, super geilen Namen rausbekommen. Ja. Denn das ist das jetzt, das? Das ist das What? What? Whisky Hort Online Tasting. WHOT. Genau. Und das Datum lädt natürlich dazu ein, das unter das Thema Dram in den Mai zu stellen. Ja. Genau. Ich habe meine Mai-Königin schon mitgebracht. Hier vorne. Das Lächter könnt ihr gar nicht sehen jetzt. Das aber andere Zeiten, andere Sitten halt. Ja. Geht auch nicht, ne? Komm, wir lassen das. Wir lassen das, oder? Zumindest für das Video jetzt muss das ohne gehen. Wir sind ja in einem Arbeitsverhältnis, ja, deswegen. Und 1,50 Meter Abstand haben wir, wenn man die Körpermitte nimmt. Also, das passt auch. Ja. Das sind locker 1,50 Meter Abstand. Und ja, wir haben heute Thema: alles das, was wir im Grunde genommen selber verzapft haben, ne? Das könnte man wunderbar so formulieren. Ja, doch. Selbst verzapft. Alles Eigenabfüllung aus dem Whisky-Hort. Wir hatten sie ja bereits vorgestellt und wollen uns heute ein bisschen eingehender damit beschäftigen. Auch ganz kurz, also erstmal die ersten begrüßen uns auch schon, ne? Und ganz toll,
Die Qualität wird verbessert. Das liegt auch daran, dass dieses diesmal nicht Michael Reik ist und Olaf Wetting. Die Qualität ist allgemein besser. Ne? Ui, jetzt kriege ich. Wenn der Michael nichts macht. Der Michael guckt mit Sicherheit zu. So viel Zeit hat er noch, bevor der nachher selber in seinen Livestream geht. Und die Mike sagt: Hallo, oh Lucky Man, hu, ihr süßen Mäuse. Danke. Ja, danke, gut. Lucky. Das gibt's nächstes Mal einen dicken Schmatzer für, wenn du hier bist. Ja, egal wohin, such sie aus. Würde ich nicht machen. Ja, komm, lass uns anfangen. Genau, erstmal was ins Glas. Genau. Das gleiche gilt ja für euch alle auch zu Hause, denn ich denke mal, jeder, wir haben glaube ich keine Reglas gehabt. Alle Tastings müssten angekommen sein, glaube ich, ne, diesmal. Glaube ja, es hat keiner gemeckert, aber wir waren diesmal auch früher dran als beim letzten Versuch, von daher sollte es passen. Genau, das heißt, was schenken wir jetzt ein? Ich gehe mal einmal rum. Okay, dann mach du das. Einen Glenkeith haben wir jetzt im Glas. Oh. Seines Zeichens 19 Jahre alt, ruhig schön dicht davor, also dass der Schatten schon fast aufs Etikett fällt, weil die Lampe außen im Bild ist. Dann kann man das hoffentlich ganz gut sehen. Durch die Zeitverzögerung dauert es einen kleinen Moment. Aber ich glaube... Ja, jetzt wird rangezoomt quasi. Ja, ich glaube, du kannst dich wieder hinsetzen. Reichte. Ja. Oh ja. Glenkeith, 19 Jahre alt, aus dem Ex-Bourbon-Fass. Eine Abfüllung für den Whisky-Hort. Steht zumindest auf der Rückseite hinten drauf, falls ihr das Etikett vorne gerade vermisst habt. Und... ein schöner alter Malt, mit dem wir anfangen. Beginnt mit 53,5%. Das ist für einen Einstieg, glaube ich, das Richtige heute Abend. Wir werden nachher noch ein bisschen stärker. Aber schon mal ein richtig schöner Malt, den wir da im Glas haben. Schön goldgelb schimmernd. Ja, hier haben wir noch gesagt, wir haben auch für jeden, der für das erste Mal von euch so ein Tasting mitmacht, ruhig online die Fragen stellen. Auch wenn sie einem noch so dumm vorkommen. Ne? Auch wenn man das einfach mal rausstellt, die Fragen. Wir beantworten genau. Die gerne. Genau, auch gerne mal eure Eindrücke zu den Whiskys. Ihr habt sie ja parallel. Ist ja so ein Zweck der ganzen Sache, dass es ein bisschen interaktiv ist. Und jetzt halten wir erstmal alle die Nase rein. Zu den Fragen noch. Wie Marcel schon richtig sagt, es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten. Da heißt es ja. In der Regel, dumme Antworten können wir gut, ne? Okay, auf jeden Fall. Michael hat schon geantwortet, dann warte ab, du Sackgesicht. Michael kann auch gut dumme Antworten. Olaf der Weise. Ja, Holger. Also wir haben ihn jetzt gerade erst frisch eingegossen, habt ihr gesehen. Wobei das für mein Empfinden ein Malt ist, der durchaus ein bisschen Luft vertragen kann. Falls jemand zu Hause den schon vorher eingeschenkt hat, genauso wie vielleicht die anderen auch. Das tut ihm ganz gut, wenn er ein bisschen atmen kann. Auch wenn er jetzt direkt frisch eingeschenkt schon, finde ich, fantastisch in der Nase liegt. Ich glaube, man kann auch sagen, für die zu Hause, die möchten, können theoretisch auch schon die 4 Drams parallel einschenken. Wenn sie ja. Glaube ich, auch da. Wenn so ein bisschen Abstand, wenn ihr möchtet, dann habe ich schon mal ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln. Hier haben wir ein bisschen Luft in der Flasche, das geht, aber wenn ihr zu Hause schon mal die Drams alle aufmacht, könnt ihr sie schon mal ordentlich vorbereiten. Da könnt ihr schon mal ein bisschen Sauerstoff bekommen. Merkt ja keiner, wenn ihr da jetzt Krach macht und rumrammelt und was auch immer. Es stört ja nicht weiter, anders als bei uns, wenn wir das jetzt hier machen würden. Schön ist, wenn jemand sich verspricht, rumrammeln sagen will und dann auch rumbumseln umschwenkt. Das ist halt live. Richtig schön fruchtige Noten hat der, finde ich. Sehr viel Frucht, ne? Also ja. So in der ersten Nase. Helle Früchte habe ich. Birne mit dabei. Helle Weintrauben. Bisschen Honig, aber so einen frischen Honig. Ja. Das ist nicht irgendwie so Tannenhonig, sondern wirklich so ganz frischen Bienenhonig. Also, so, ne? Ich glaube, es gibt sogar so einen Frühlingshonig. Genau, sowas, ja. Sowas aus den ersten Blüten.
Wahrscheinlich läuft mir deshalb jetzt meine Nase aufgrund meines Heuschnupfens und Frühling so nicht. Kann sein, dass ich euch da zwischendurch ein bisschen was vortröten muss, aber ich versuche es zu vermeiden. So, begrüßen wir nochmal. Der Heiko sieht zu. Die Marie, der Martin, grüßt euch alle. Jetzt kommt eine schöne Vanillenote mit dazu. Die wird deutlicher. Okay, zeigt sich mal so das erste Mal das Fass so ein bisschen, ne? Ja. Vielleicht ein bisschen was zu Glenkeith. Das mag durchaus die eine oder den anderen da draußen geben, die von der Brennerei noch gar nicht groß was gehört haben. Die steht auch allgemein nicht so im Fokus. Ist etwas unbekannter, sage ich jetzt mal. Ist auch noch nicht so alt. 57 gerade mal gegründet, 1957 von den Shivas Brothers. Das Interessante bei denen ist, das war so ein bisschen eine experimentelle Brennerei. Die haben mit 3 Brennblasen angefangen, um eine dreifache Destillation probieren zu können, haben später dann auf 6 erweitert. Sie hatten auch die ersten gasbeheizten Potstills in Schottland. Haben auch eigenes Malz und eigene Hefe produziert, also waren da recht autark unterwegs, haben da viel versucht. Und was ich persönlich ganz besonders spannend fand, haben wir heute leider nicht im Glas, aber sie haben auch mal einen getorften Malt gehabt, damit etwas experimentiert, in dem mit Torfrauch versetztes Wasser bei der Herstellung verwendet worden ist. Also nicht direkt die Gerste mit Torfrauch getrocknet, sondern diesen Torfrauch ins Wasser geleitet und das in der Destillation verwendet. Mhm. Kannte ich so vorher auch noch nicht. Zwischendurch mal der Daniel Held, dem riecht Pflaume raus. Ja. Aber was Frisches, ne? Also keine, ich sag mal, keine alte Zwetschge. Nee, sondern schon, ne? Was Frisches. Eine hellere Pflaume, ja. Ja, Anke, sehr schön. Anke sagt, wir sind auch 2 Honigtiger. Danke, Anke. So fühlen wir uns auch gerade. Zurück zu Glück. Zurück zu Glück. Ich probiere jetzt einfach mal. Ich würde es dir nachtun. Ne? Es war schon mal da draußen. Ja, haut rein. Sehr fein, elegant, finde ich. Trotz der 53%, den kann man gut im Mund behalten. Ja. Der ist jetzt nicht zu kräftig. Alkohol, klar, bei 19 Jahren schön eingebunden. Ja. Trägt auch die Aromen gut mit, ne? Also es ist nicht, dass ja. Jetzt die Aromen, die für mich beschädigen die sich auch im Gaumen. Da kommt für mich das Vanillige ein bisschen mehr durch jetzt. Richtig. Ne? Davon bezeigt sich das Fass ein bisschen mehr. Vanille und es geht so ein bisschen über in so eine teigige Note, Mürbeteig würde ich sagen. Wie so ein Spritzgebäck. Und darüber ein Fruchtkompott. Da brauche ich noch so 2-3 Schlucke, um da nochmal nachzuschmecken, welche Früchte ich da finde. Ja, also weniger rote Früchte, das eher weniger, ja. Finde ich. Sondern so, wie du schon am Anfang sagtest, so dieses birnige, reife Birne, ja. So diese eingelegte Weintraube, so ein bisschen. Ich hatte vorhin mal ganz kurz sogar so ein bisschen fast was Exotisches so ein bisschen drin. Ja, Holger, geht so ein bisschen Richtung Mango, finde ich. Ja, genau, Mango ist eine gute Sache. Mango ist Mango Weinbergspfirsich. So ja. Holger findet ihn recht süß auf den Lippen und auf der Zunge. Ein bisschen Holz im Abgang, ja, finde ich auch. Also dieses holzige.
Ja. Hinten raus, ne? Kommt hinten raus, wird ein bisschen trockener, ein bisschen. Die Tannine machen sich mehr bemerkbar. Die Eiche zieht das so ein bisschen zusammen, aber angenehm irgendwo. Sehr schön. Doch, ja. Für den Einstieg? So lecker hatte ich den gar nicht in Erinnerung, muss ich sagen. Viel zu lange her, dass ich den getrunken habe, glaube ich. War ja auch so ein bisschen Hintergrund des Tastings, so gesagt haben, Mensch, einfach mal ein paar Sachen von unseren eigenen Sachen, die wir da schon lange nicht mehr... Die auch wir schon lange nicht mehr getrunken haben. Ja, so. Ja. Man kümmert sich viel, was kommt gerade neu, was kommt, was bringen die neuen Destillen neu raus, ja. Was bringen die Abfüller noch raus, und dass man so ein paar die eigenen Sachen halt vergisst. Und da scheint sich ja immer mehr so der Fokus drauf zu legen. Alles, was neu rauskommt, da fährt der Hype-Train von hier nach da. Aber die Sachen, die es darüber hinaus noch gibt, die sind ja manchmal viel zu schnell vergessen. Und dabei gibt es da so wunderbare Abfüllungen. Wir haben vergessen, übrigens das Telefon auszuschalten. Das klingelt jetzt munter hier durch die Gegend. Geht hier mal einer ans Telefon? Nein, wir sind alleine hier natürlich. Wir sind alleine hier. Schnauze, wir haben Tasting. Vor allem, also, wenn die das jetzt rausfinden da drüben, dass die Telefone nicht abgeschaltet sind, dann werden sie gar ganz schnell alle anfangen zu rufen. Erst recht, wenn du ihnen die Vorlage gibst. Aber man hat unseren Hauselfen hinten kurz gesehen. Ne? Ah. Man hat ihn gerade kurz gesehen. Ne? Okay. Habe ich Hauselfen? Nein, die Hausherr habe ich. Weil ich wollte Hausherr sagen. Ja. Der Frank, der ist im Hintergrund natürlich für die Technik so lang. Hallo Frank. Ja, falls ihr euch fragt, was kostet der leckere Tropfen? Den haben wir mit 139 Euro regulär im Shop. Wie es bei unseren Tastings aber üblich ist, gibt es auf die Flaschen aus dem Tasting 5%. Also heute ist der für 132,05 € zu haben. Und nicht nur heute, sondern auch morgen noch, den ganzen Tag. Falls der mit zuschlagen möchte. Alle, glaube ich, ne? Nein, nicht ganz, nicht ganz. Wir werden gleich noch detailliert auf die einzelnen eingehen. Lecker. Echt lecker. Ich stehe ja so auf Bourbon-Fass-Abfüllungen. Sherry-Fass wird mir oft zu viel. Gewisse Weinfass-Abfüllungen, muss ich sagen, in letzter Zeit auch sehr häufig im Glas gehabt. Da möchte man zwischendurch immer wieder was anderes, und gerade so Bourbon-Fass-Abfüllung, so klassisch, sage ich jetzt mal fast, machen mir da immer wieder Spaß, gerade wenn es sowas Älteres ist. Und mir gefällt er. Ja, mir auch. Ich bin auch ein großer Bourbon-Freund. Also da ich aus der Weinecke komme eigentlich, erinnert mich immer sehr viel daran, wenn ich die Weingüter besuche und du in die Fasskeller kommst und du hast dann da diese ganzen Eichenfässer liegen. Und teilweise ja neue Fässer, weil wenn du nur allein an den Fässern, die teilweise auch gar nicht gefüllt sind, riechst, und das hat immer so diesen Vanilleton, sehr häufig. Ne? Finde ich immer klasse, habe ich immer sofort ganz tolle Erinnerungen im Kopf, und ja, ich mag es wirklich gern. Ja, gut. Lassen wir das. Ich hätte das jetzt mit den Erinnerungen noch vertiefen können, aber lassen wir die in deinem Kopf. Nun gut. Guck mal, der Dirk Lunken sieht auch zu. Hallo Dirk. Hey. Daniel, Arne, hallo. Markus von Linden. Grüßt euch. Ja, guck mal. Sehr schön. Ich werde ihn jetzt nicht austrinken. Ich habe vergessen, mir ein Bett zu besorgen hier. Ja, du kannst ja nach Hause kriechen. Du hast es ja nicht so weit. Sehr gut. Hast du sehr gut ausgesucht. Brauchst du ein Päuschen oder vielleicht zwischendurch noch mal was von deinem Schaumwein? Von meinem Tee? Ja. Ach, besser. Besser. Siehste? Die Stimme jetzt, meintest du, ne? Ja. Ist immer wichtig. Wenn man viel redet, muss man auch viel ölen. Einen Braval haben wir jetzt.
Ich zeige euch den mal. ...21 Jahre alt. Auch ein richtig schönes, leckeres Ding. Den habe ich auf einer Messe im letzten Jahr selbst auch nochmal wieder im Glas gehabt und habe gedacht, Mensch, warum zeigen wir den eigentlich nicht öfter? 1996 bis 2017 durfte der reifen. Und kommt mit 52,8% daher. Ist ein First Fill Bourbon und hat dann einen Finish in einem Sherry Octave Fass gehabt. Kleineres Fass, schnellere Reifung. Und da habe ich den Sherry auch direkt in der Nase. Unzweifelhaft. Vor an erster Stelle. Die Farbe alleine zeigt schon, ist halt deutlich dunkler als der Glenkeith gerade. Vielleicht eigentlich auch wieder hier hinstellen könnten. Den so. Ja. Den vielleicht noch so einen Ticken nach vorne. Genau. So ein bisschen fokussiert. Sehr schön. Interessant, also, jetzt zu wissen, was für ein Sherry es war, aber ich vermute mal, es wird irgendwas ordentlich um Süße sein, also vielleicht auch PX. Ja, es ist ja das, was du als Weinsommelier immer wieder beklagst, dass derlei Angaben in der Whisky-Industrie sehr leichtfertig verwendet werden, statt wirklich mal drauf zu schreiben, was für ein Sherry das war, vielleicht auch welche Bodega, genauso bei Weinabfüllungen. Da steht dann einfach Sherry-Fass und wer sich mal mit Sherry-Fass, mit Sherry beschäftigt hat, der weiß, dass es alleine da eine riesen Bandbreite von furztrocken bis klebrig süß gibt, verschiedene Ausbaustile, da könntest du uns wahrscheinlich alleine Stunden drüber erzählen. Genau, alles ist irgendwo interessant, also es gibt ja durchaus auch Whiskys, die Manzanillo Finot Sherry, also mit das Trockenste, was es gibt, ausgebaut worden ist, da halt dann PX, Pedro Jimenez in den Süßwein. Aber dazwischen gibt es halt noch so viel anderes, wie Rosso, Rotilado. Wäre manchmal ganz nett, wenn man so ein bisschen mehr drauf weiß, weil nur Sherry Finished heißt halt im Grunde genommen. Kann alles sein. Das ist sehr breit, sehr breit. Wobei natürlich dann, wenn man reinriecht, man da schon sehr schnell, zum Beispiel jetzt hier weiß, das kann eigentlich jetzt nicht aus dem Fino Sherry fast kommen. Aber manchmal wäre es schön, da so ein bisschen mehr Informationen kriegen. Ja. Ne? Aber zurück zum Braver. Der eigentlich übrigens Brass of Glenlivet heißt. So wurde die Brennerei zumindest gegründet. Im Jahr 1973 auch durch die Shivas Brothers, wie gerade der Glenkeith. Insofern also quasi schwesterlich verwandt. Mussten sich dann aber 1995, glaube ich, war es, in Glenlivet Braval umbenennen, um eben Verwechslungen mit Glenlivet zu vermeiden. Und ja, es ist jetzt als Braval halt bekannt. Ja, Probleme ganz anderer Natur haben wir gerade im Hause vom Walter Axel, denn er schreibt, seine Frau trinkt ihm gerade die Samples weg. Das kann ja was werden, nachher schmeckt es ihr noch. Wir befürworten das. Der Trend geht auch zum zweiten Set kaufen einfach. Also das nächste Mal einfach zwei Sets bestellen. Und Gruß an die Frau. Willkommen in der Gemeinde der Whisky-Trinker. Kann man so sagen, ja. Das ist richtig gut. Bring sie nächstes Mal einfach mit, Walter. Dann hättest du entweder jemanden zum Fahren oder ihr habt halt künftig ein Hobby, das ihr gemeinsam teilt. Ist auf jeden Fall nicht verkehrt. Ich weiß aus eigener Erfahrung, Neuanschaffungen werden dann wesentlich schneller befürwortet, halten allerdings auch nicht so lange. Das muss man dann wohl dazu sagen. Also richtig schöne, schwere, alte Sherry-Noten. Alte Eiche. Ja. Auch so lebrige Tabaknoten irgendwie. Hm.
Also ich habe den Eindruck, ich sitze in so einem alten Chesterfield-Sessel. Irgendjemand hockt daneben und hat sich in eine Pfeife angesteckt. Leicht süßlicher Geruch. Ein bisschen Schokoladenoten. Nein, das wäre eine Zigarre. Kurzer Blick zu Frank. Tatsächlich ohne Zigarre. Ich glaube das nicht. Und so nach und nach kommen erst so ein bisschen fruchtige Noten dazu. Wird der Mord süßer in der Nase. Richtig gut. Auch wenn ich gerade gesagt habe, ich stehe auf alte Bourbon-Abfüllungen, aber der gefällt mir in der Nase fast noch ein bisschen besser als der Glen Keys gerade. Gut, der Glen Keys war überraschend frisch für ja. Das Alter, sag mal so. Und hier finde ich das Alter eher bestätigt. Roman fragt, nach welchem Gramm es die Schnittchen gibt. Schnittchen? Schau mal, wir sitzen die ganze Zeit hier als zwei Schnittchen. Was sagen wir so, zwei Schnittchen? Uns hier alles gefallen lassen müssen, ne? Also Schnittchen und was war vorhin mit Tiger? Honigtiger. Honigtiger, genau. Ja gut, die Elfen und Putten sind ja schon belegt. Ja, Elfen sind schon belegt, ja. Elfen, wir waren kurz davor, uns rosa Flügelchen hier, ne? Aber ja. Es gibt nur zwei wahre Elfen da draußen, ja? Richtig, richtig. Wobei... Die Elfen sah ich die Tage Mitarbeiter vom Brüder Whisky Haus in entsprechenden Shirts, also den Marco und seinen Mitarbeiter. Oder war der zweite, der uns den Rücken zugewandt hat, tatsächlich der Michel? Man weiß Nein, es nicht. Nein, das ist Spekulation, reine Spekulation. Man weiß es nicht. Ja. Es ist auch Spekulation, dass der Michel bald auch wieder hier ein Tasting macht. Alles so spekulativ, sozusagen. Ja. Vielleicht später mehr dazu. Ja, der Marc fragt, ob man weiß, wie lange in welchem Fass haben wir da Infos? Leider nein. Also wie lange die Reifung und wie lange das Finish ist, da haben wir keine Informationen drüber. Aber der Sherry hat schon guten Einfluss hinterlassen. Er wird nicht nur ein paar Tage drin gelegen haben. Nee. Ja, wir begrüßen die Melanie van Rey, auch Mucki. Hallo Mucki. Kokolores. Ja. Ah, danke. Wobei, um die Frage nochmal aufzugreifen, das Finish in einem Sherry Octave passiert ist, also in einem relativ kleinen Fass. Und da funktioniert das dann ja wesentlich schneller, als wenn ich einen Butt nehme. Der Einfluss auf den Whisky ist da dann halt viel intensiver. Ich möchte ihn jetzt probieren. Slange. Slange. Hui. Der rollt so richtig schön über die Zunge. Boah. Das ist diese dunkle Eiche, die war vom Alkohol deutlich präsenter, wie ich finde, merkwürdigerweise. Ja, aber nicht unangenehm. Nicht unangenehm, ne, aber der Alkohol ist schon präsenter als jetzt beim Glen Keys gerade. Aber diese dunklen Sherry-Aromen, diese dunkle Eiche, was wir gerade gesagt haben, das also richtig schön jetzt eigentlich im ganzen Gaumen aus. Und dann, ja auch. Recht lang im Gaumen auch. Ja. Ja. Ist toll. Kriegt dezente Fruchtnoten dazu, finde ich. So ein bisschen was von Rosinen. Die sind auf jeden Fall da. Mhm.
Ein bisschen Verhalten dahinter komme ich auch an Pflaumen, aber da jetzt wirklich so Zwetschgen. Genau, ein bisschen was Reiferes ja. Auf jeden Fall. Ja, vielleicht sogar Pflaumenmus, sondern. Nein, keine Produktnamen, einfach Pflaumenmus. Ihr wisst, was ich meine. Also die Fruchtaromen, die sind eigentlich dann recht doch sehr konzentriert. Ne? Also das ist so schon, wie du ja sagtest, entweder eingekocht oder ein bisschen Rumtopf habe ich. Eingelegte, Zwetschge eingelegte, so ein Brombeer vielleicht ein bisschen so. Ja. Ich kriege jetzt im zweiten Schluck noch richtig schön so einen braunen Zucker mit dazu. Als ob jemand diese reifen Früchte noch ein bisschen nachsüßen möchte. Sehr schön. Das ist wirklich so, wenn du Rumtopf ansetzt, wo du immer wieder Zucker drüber, Schicht für Schicht, das nachher dann. Ich darf ja dieses Jahr ja bei Frank im Garten ja Früchte mopsen und dann einen Rumtopf werde ich dieses Jahr ansetzen. Können wir verkosten dann. Das wird schon. Mach doch mal einen Whisky-Topf. Ein Whisky-Topf? Ja. Haben auch schon verschiedene Leute probiert. Statt eines Rums halt einen Whisky nehmen. Ich soll ich ja einen Whisky kommen? Weißt du, wie teuer sowas ist? Ach so. Ja gut, kommt drauf an, wie groß dein Topf ist. Vielleicht können wir bei entsprechender Abnahmemenge noch mal ein bisschen über den Preis reden. Na, gute Idee. Kann ich mal machen. Ich glaube, die Petra Milde, schön groß an der Stelle, hat sowas auf ihrem Blog mal veröffentlicht. Ich glaube, die hat mal so einen Whisky-Topf angesetzt und das recht ausführlich beschrieben. Hört sich auf jeden Fall sehr spannend an und ich habe mir vorgenommen, machst du auch. Und das verschiebe ich dann von Jahr zu Jahr. Ist jetzt einmal dieses Jahr? Ich suche, glaube ich, mal unseren Rumtopf aus. Nachdem ich gesehen habe, dass jetzt das Erdbeerbütchen wieder an der Straße steht. Untrügbares Zeichen dafür, dass die Saison für Erdbeeren begonnen hat. Könnte ich damit auch beginnen. Ja, auf seine Art auch. Finde ich sehr, sehr gelungen. Ganz was anderes halt als der Glen Keith gerade. Ja. Wirklich so schon fast Extreme gegenüber dieses klassische Ex-Bourbon-Fass und hier jetzt die Reifung im Bourbon-Fass mit einem sehr, sehr intensiven Sherry-Finish. Ich würde den schon so in Richtung Pedro Ximénez tippen. Der gute alte Peter Siemens. Für diejenigen, die es nicht wussten, Peter Siemens ist derjenige, der dem Sherry den Namen gegeben hat. Die Spanier haben das verballhornt zu Pedro Ximénez, was heute als PX halt oftmals abgekürzt wird. Fein, fein. Ja, was sagt ihr? Genau. Eure Eindrücke? Schreibt sie uns ruhig in die Kommentare. Genau. Falls ihr fragen wollt, was der kostet, üblicherweise 98 Euro, den hat unser Kollege der Massa aber für heute und morgen als Tagesangebot eingestellt. Mhm. Deshalb hat ich ihn vorhin ausgeschlossen bei den 5%. Den gibt es im Moment für 89 Euro. Es ist allerdings, ihr seht es im Vergleich schon ganz deutlich, es ist eine Halbliterflasche. Aber für einen 21 Jahre alten Braval in Ordnung. Frage oder? Ja, der Andreas sagt, mit ein paar Tropfen Wasser kommt der Sherry noch besser durch. Okay. Wasser? Wasser. Da ist doch Wasser drin. Aber nein, jeder wie er mag. Jeder wie er mag. Mir schmeckt er so ganz hervorragend und ich habe dann, wenn mir ein Whisky so schmeckt, echt keine Lust zu experimentieren. Wie wirken sich da ein paar Tropfen Wasser drin aus? Wobei, das ist ja wirklich eine Diskussion, die ist ja, glaube ich, so alt wie die wie der Whisky selber. Whisky selber, genau. Also de facto, es tut sich ja ein bisschen was. Ja. Halt chemisch, wenn man ein bisschen ein paar Tropfen hat, brechen Moleküle auf,
gerade bei hochprozentigem Alkohol. Aber ich glaube, da gibt es so viele Meinungen zu, wie das ist natürlich jeder so, wie er selber möchte. Ne? Und wir pipettieren selten ab. Hier. Andere gießen bei allem über 50% Wasser dazu, bis das nicht mehr als Whisky durchgeht. Auch schon in Videos gesehen. Aber jeder so, wie er möchte. Wieder andere sagen, ist ja schon Wasser drin, steht ja nur 52,3% drauf, sind ja schon 47,7% Wasser drin. Jeder, wie er mag. Wer sich so eine Flasche gekauft hat, kann damit machen, was er will. Und wenn er es 1:1 mit Wasser mischt, seine Sache. Angefragt, ob es auf den Tagespreis auch die 5% nochmal gibt. Aber ich glaube, das ist nein, genau das, was du gerade sagen wolltest. Richtig. Genau. Es ist natürlich schön, dass du uns jetzt weiter zuschaust, Anke, aber wenn du im Anschluss dann an das Video mal bei uns in den Shop schaust, der Braval ist tatsächlich als Tagesangebot eingestellt und die anderen Whiskys stehen in der Rubrik mit 5% Rabatt für heute. Da gibt es dann nicht nochmal 5% auf das Tagesangebot. Hast du schon wieder rausgetrunken? Kerle. Komm, machen wir den nächsten klar. Ich mache ja auch noch meinen Job. Ja. So eben. Ja, der Marcel, der guckt da ein bisschen genauer hin. Der hat so hier den berüchtigten 6CL-Arm. Wenn der einmal einschenkt, dann lässt er laufen. Ich meine nur bei Zigarrenholz von diversen Praktikanten hier im Hause. Ach so. Ja, die werden auch gerne schon mal hier durchgenudelt. Genau. Die Zigarrenholz, nicht die Praktikanten. Loch Lomond. Nochmal für die Kamera, damit ihr es ein bisschen genauer erkennen könnt. Vicky aus Flake findet den sehr trocken. Ich kann das nachvollziehen im Verhältnis gerade zu dem doch sehr deutlich süßeren Glenkeys gerade, glaube ich. Also er ist jetzt noch beim Braval oder schon beim Loch Lomond? Nee, beim Braval, glaube ich. Ja. Ja, Salzkaramell mit Schokolade. Wir sind ja ein bisschen hinten dran. Ja, genau. Salzkaramell mit Schokolade, ein bisschen Abgang. Ja, doch, denke ich, ist noch der Braval. Ja. Ne? Okay, der Loch Lomond hier, ihr könnt es hoffentlich sehen. Ist eine Abfüllung, ein Single Cask, das wir uns mit Flickenschild Vizita, einem befreundeten Händler aus Itzehoe, geteilt haben. An der Stelle einen schönen Gruß an Janek und Manfred Kröger und ihre Mitarbeiter. Wir freuen uns, mit euch zusammen immer wieder solche tollen Abfüllungen auf den Markt bringen zu dürfen. Ohne noch zu viel verraten zu wollen, die nächste steht schon in den Startlöchern. Es wird ein 24-jähriger Tininik sein, den wir demnächst gemeinsam rausbringen. Der ist schon beim Abfüllen, Labeln oder sogar schon auf dem Weg hierher, ich weiß noch nicht genau, kommt demnächst. Jetzt bei der letzten gemeinsamen Abfüllung, Loch Lomond. Ein zum zweiten Mal befülltes Pedrox Ximénez Sherryfass ist hier die Basis gewesen. 14 Jahre ist er alt. 320 Flaschen hat das Fass ergeben. Und als der hier auftauchte, habe ich auch gedacht, meine Güte, Loch Lomond, Single Cask, was haben die Jungs denn da ausgesucht? Aber ich muss sagen, den fand ich dann direkt beim ersten Probieren so klasse. Natürlich hatten die Jungs einen guten Job gemacht und was Feines ausgesucht. Ich hoffe, ihr stellt das auch fest. Loch Lomond ist übrigens, während ich den so ein bisschen in der Hand erwärme, auch wieder eine sehr interessante Brennerei, ebenfalls noch recht jung, wurde 1966 erst gegründet durch die Little Mill Distillery Company und bei denen ist dann später zu den Pot Stills, die eben zu Anfang verbaut wurden, noch eine Coffee Still hinzugefügt worden. Das heißt, Loch Lomond kann
als einzige Brennerei in Schottland übrigens, sowohl Malt Whisky als auch Grain Whisky herstellen und ist damit in der Lage, den einzigen Single Blended Whisky auf den Markt zu bringen. Also Grain und Malt als Blended Whisky vermehlt und Single, weil es eben aus einer Brennerei kommt. Finde ich sehr spannend, den Ansatz. Auch wenn es hier jetzt ein reiner Malt ist. Kommt schon fast, was so den Sherry-Anteil angeht, deutlich verhalten an der Nase rüber. Ja. Ich habe auch hier halt, wie gesagt, der Unterschied, es wird ein größeres Fass gewesen sein. Es ist halt ein Second Fill gewesen, ja, im Verhältnis zu einem Oktavfass. Hier kann man glaube ich ganz schön sehen, was auch die Größe des Fasses ausmachen kann. Ja, ob hier wirklich halt ein kleines Fass, aber sehr viel Geschmack abgibt oder halt einfach ein zweitbelegtes PX-Fass und das nur noch dezent abrundet. Also das finde ich, glaube ich, kann man hier an den beiden wirklich sehr schön mal im Gegenzug sehen. Ja. Schmecken auch. Eigentlich nur schmecken, nicht sehen. Ja. Er ist auf jeden Fall schon heller als der Braewyl gerade. Alle Rose, Whisky-Topf-Teilung 10cl für mich. Mhm. Anna, du kriegst doch mal eine ganze Flasche. Ist noch ein bisschen verschlossen, ne? Mhm. Ein wenig zurückhaltend. Öffnet sich gerade jetzt so langsam. Deswegen viel Luft. Komm, hau mal einen raus. Erster Eindruck. Erste Assoziation. Was fällt dir auf ein? Ich bin eigentlich hier bei dem, was wir gerade dazu gelesen haben. Ich bin jetzt hier bei so einem, wo wir gerade aufgehört haben, bei so einem leicht karamelligen Ton. Leicht. Ja, ich will jetzt. Es gibt deutlich rauchigere Whiskys, aber ich finde den eher so ein. So ein bisschen Lagerfeuerrauch mit drin. Echt? Ja, schon. Also ich finde das. Nein, die Sache ja speckig. So speckig so ein bisschen. Nee, Lagerfeuerrauch ist ein bisschen zu intensiv. Aber ich finde so dieses leicht speckige schon mit dabei. Frucht, finde ich ja eher dezent. Ja, also bei dem Speckigen kommt meine Nase irgendwie nicht mit. Fruchtigkeit ja, dezent, deutlich dezenter als bei dem Glenkeys gerade am Anfang. Können wir uns auch so ein bisschen Schwarzwälder Schinken einigen. Ja, aber wenn du das Schwarzwälder Schinken riechst, dann ist das Schwarzwälder Schinken drin, zumindest in deinem Glas. Ich weiß nicht, womit das vorher gespült wurde. Jetzt, was sagt ihr? Ohne Flachs, ich weiß nicht, wie geübt die Teilnehmer alle sind im Verkosten, Verriechen von Whiskys. In dem Versuch, jetzt wiederzufinden, was wir an Aromen hier entdecken und euch nennen, kann es sein, dass ihr auf ganz andere Ergebnisse kommt. Das ist normal. Jeder hat einen individuellen Geschmack, nimmt Gerüche auch individuell wahr und verbindet, assoziiert das mit Dingen, die er kennt. Und das können halt ganz andere Sachen sein als bei uns. Ich kenne jetzt schon Schwarzwälder Schinken, aber auch nach längerer Suche will ich den Erfolg da nicht haben, den Schinken zu finden. Was wollte ich auf den Namen? Also ich habe es wirklich eher so fruchtig, dezent fruchtig mit so ein bisschen Melone, Honigmelone. Ganz leicht Schokolade mit dabei. Milchschokolade, irgendwie was nicht zu Kakao-kräftiges. Nicht zu viel Kakao, ne? Also wenn dann was.
irgendwie schon auch beerig, ein bisschen Brombeeren, aber nicht so reif wie gerade in dem Braeval. Kirschen. Teignote habe ich jetzt noch mit dabei. Finde ich auch, dass der ich habe so was Pikantes darüber, weißt du, wie ich das meine, was nicht in die Fruchtrichtung zu schieben gilt, sondern kommt jetzt. Ich habe das Glas gerade mal benetzt am Innenrand, so weit wie es ging. Das ist, was ich mit diesem Schinken... Also mal einen richtigen Aromenschub gegeben hat. Also ich will ja nicht den Schinken einreden, aber ich meine sowas, das ist irgendwie so eine pikante Note, weil sich ja. nicht in die Süße, nicht in die Frucht, sondern eher in die Würze schimmelt. Ja, vielleicht das, würzig, herzhaft. Wir müssen nur lange noch reinriechen, dass wir uns annähern, aber du weißt, was ich meine. Also, ja. Also dieses herzhaft-würzige, das ist das, was ich vorhin mit... Also der Rauch war falsch, hast du recht. Also das ist, aber ich bleibe bei diesem herzhaft würzig. Mhm. Ich habe es mit Speck oder Schinken interpretiert. Ich kann es jetzt nicht wirklich ausmachen, aber jetzt mit viel mehr Volumen, Aromenvolumen in der Nase, ich gehe in die Richtung. Es ist herzhafter, es ist würziger geworden. Ist auch ein schöner gemeinsamer Nenner, herzhaft würzig. Für mich erschließen sich jetzt so nach und nach erst so diese Fruchtaromen. Die, für mich war das gerade so ein bisschen oben drüber. Auch so reife, kandierte Früchte. Viel weniger Süße als bei den ersten beiden. Ja. Wobei, da bin ich jetzt gleich wirklich gespannt, wenn wir den probieren. Wie sich das dann... Was davon dann im Mund auf einmal festzustellen ist. Mhm. Den habe ich nämlich gedanklich ganz anders abgespeichert. Aber komm, lass uns gucken. Für mich in der Würzigkeit bestätigt. Ja. In der Deftigkeit. Ist auf jeden Fall da. Ist aber deutlich süßer als in der Nase. Mhm. Und hat so eine ja schon fast ölige, eher cremige Konsistenz. Ich finde das hier, wenn jetzt die Würzigkeit so ein bisschen abdriftet, hier in so einer Richtung auch ein bisschen Spekulatius so mit dabei. Ja. Finde ich so ein bisschen. Das trifft's gut, Spekulatius. Ne? Und auch wenn das die Anke nicht ganz gerne hören würde, ich habe so einen leichten Liebstöckel-Antouch. Was ich sehr gerne mag übrigens. Ja. Liebhaber. Aber ich finde den hier so ganz klein bisschen. Gibt halt Menschen, die. Ne? Anke mag das nicht so drauf. Kokoloris. Wir haben gerade ein bisschen wenig, ich weiß gar nicht, ob der hier nicht lädt. Nicht, dass wir hier auf keine... Genau, was sagt ihr draußen? Eure Eindrücke? Die haben wahrscheinlich alle abgeschaltet, haben sich vor lauter Verzweiflung die restlichen beiden Samples reingekippt und sind weg. Nee, schauen alle zu, ist das ja. Die schauen alle doch zu. Nee, die haben nur vergessen auszuschalten. Also, läuft durch. Spekulatius, das trifft es eigentlich sehr gut. Habe ich das Kaminfeuer wieder weggemacht, ja? Ja, es kann ja durchaus sein, dass du für einen Moment so eine Note hattest. Ich habe bei einem Whisky mal den Schweinebraten bei meiner Oma in der Küche gerochen. Ist halt manchmal seltsam, was da für Verbindungen von den Synapsen hergestellt werden. Mhm. Ja, ich habe das immer so auch im Bereich Wein
beim Wein immer so auch gelernt, beziehungsweise mir so angeeint, auch den ersten Gedanken auch ruhig mal aussprechen. Also das ist so nicht mein, das ist jetzt peinlich oder ähnliches, sondern wirklich mal raus damit. So die erste Assoziation ist häufig auch eine gute und eine richtige. Ja. Weil das ist das, wo einmal ganz kurz im Kopf was den Ding macht und dann einfach mal raus damit. Genau. Ja, nicht hinterm Berg halten. Und dann, wenn ich jetzt so Weintastings mache, sage ich auch immer, Mensch, einfach mal raus damit. Da kommen manchmal ganz tolle Sachen auch zusammen. Und irgendwo nähert man sich auch dann. Ne? Von da aus kann man sich dann auch prima weiterhangeln. Ja? Wenn man erstmal so den Einstieg hat, kann man von da aus weitermachen, okay, ich habe jetzt Frucht beispielsweise, dann kann ich weitermachen, welche Früchte habe ich? Sind das rote Früchte? Habe ich helle Früchte? Sind das schwarze Früchte? Okay, wenn ich mich da in eine Richtung festgelegt habe, was kriege ich da noch rausgekitzelt? Ich kann mich da so ein bisschen dran langtasten. Von daher, ersten Begriff raushauen, ist nicht verkehrt. Sorgt selten für Gelächter. Maunel hat mit Wasser auch jetzt das Obst rausgefunden im Glas. Genau, Schokolade dominiert. Der Markt wies bei allem unter 50% Alkohol dazu. Auch eine Variante ranzugehen. Man muss sich das. Das ist Markt. Sieglinde, meine Mutter schaut zu. Hallo, Mutter. Die fragt sich immer manchmal, womit ich eigentlich Geld verdiene. Und ist nach heute Abend immer nicht schlauer. Ach so. Ich weiß immer noch nicht, wie es funktioniert. Ja, dann. Aber lieber Mutti, Gruß, ich bin von der Arbeit, liebe Grüße, Mutti. Dann ist jetzt hier ein erster Eindruck gegeben, was du so machst. Aber nur den halben Tag. Genau, halbtags. Die andere Hälfte decken wir den Mantel Schweigens drüber. Holger sagt, wir legen ein gutes Tempo vor, noch was vor. Ja, klar. Und einer eine Zigarre rauchen. Nein. Ich habe überhaupt keine Zeit im Blickmangelsuhr und. So viele schon 20 Minuten haben wir gerade pro Whisky, ist in Ordnung, Holger. Ja, 4 Whiskys, eine Stunde hatten wir einkalkuliert, also. Wir ziehen ja fast schon gleich. Die Leute wollen ja nachher auch noch dem Michel zugucken. Und genau, daher. Genau, wir sind ja sozusagen die Vorband. Ja, Support Act. Die Support Act, Einheizer. Ja, unser Freund der Michel hat heute Abend selbst auch noch ein Tasting. Ich habe, obwohl ich ihn vorhin gefragt habe, leider vergessen, in welchem Laden das stattfindet. Auch für ihn eine neue Location, in der ein Tasting veranstaltet. Und die haben ein sportliches Programm mit 6 oder 7 Whiskys, glaube ich. Die werden richtig Gas geben und da wollen wir natürlich vorher fertig sein. Genau. Also ich glaube, 8 Uhr geht's los bei denen. Ich meine ja. Also Michel schaut ja eh zu, einfach postet doch einfach nochmal hier nochmal kurz vielleicht den Link rein, dass wenn einer von euch Lust hat, wir haben noch einen, wir machen jetzt den Schluss hier, aber einfach mal, wer nachher noch Lust hat, weiter ein bisschen Online-Whisky-Tasting zu schauen, kann der Michel vielleicht gerne nochmal den Link einfach in die Kommentare posten. Ja. Toll. Hm? Weißt du, was ich noch habe? Schwarzen Tee. Schwarzen Tee. So einen kräftigen schwarzen Tee. Ja. Also der kurz vor zu lang gezogen. Das gibt auch so eine schöne, kräftig herbe Note noch dabei. Ein kräftiger Assam. So in den Richtung, ne? Genau, den mit Ganis, ein bisschen Sahne dabei. Was mir an dem gefällt, ist, er hat Ecken und Kanten. Das ist jetzt kein Schmeichler. Ne? Also das ist, mit dem kann man sich ein bisschen beschäftigen. Hier fand ich jetzt sehr, sehr Gesamtpaket, sehr rund, sehr stimmig. Nicht, dass der unstimmig ist, aber der hat hier und da eine Ecke und eine Kante und ja. Will jetzt nicht auf Teufel und Haus gefahren. Das finde ich eigentlich ganz gut. Genau. Tut er trotzdem, mir auf jeden Fall. Ja. Für den Fall, dass das vorhin auf dem Bild dicht vor der Kamera nicht so eindeutig zu sehen war. Mit 54,4% kommt er daher und kostet regulär 89,90 Euro die 0,7 Liter Flasche. 85,41 heute und morgen mit dem Tasting-Rabatt.
Oh, bleibt doch noch relativ lange schön im Abgang erhalten. Süße verschwindet langsam und so. Dieser Tee mit Spekulatius, das bleibt. Lecker. Ich neutralisiere mal kurz. Ich hatte ja eigentlich gedacht, kann ich die Gläser mit ausspülen, aber... Ah, so geht's. Bist du bereit? Wir machen jetzt einen großen Sprung. Wir beide? Ja gut, Elefanten springen nicht, da hast du wohl recht. Ich werde morgen das Seismologische Institut anrufen. Wir beide einen großen Sprung machen. Nehmen wir die letzte Eigenabfüllung. Wir haben vor einiger Zeit, als wir uns gedacht haben oder überlegt haben, wie wir unsere Abfüllung nennen sollen, um nochmal so ein bisschen System reinzukriegen, kam der Gedanke auf, die nach den Rittern der Tafelrunde zu benennen. Und ich glaube, das war Franks Idee, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Ritter der Tafelrunde ins Spiel zu bringen. Auf jeden Fall ist der Name, den er bevorzugt, natürlich recht früh mitverwendet worden. Wir haben den Galahad im Glas, jetzt gerade eingegossen, 8 Jahre alt. Auch wieder eine Besonderheit im Vergleich zu den anderen. Ihr seht es hier unten, es ist ein Blended Malt Scotch Whisky. Der kommt aus einem First Fill Port Cask und hat, wie wir das hier im Whisky Hort nennen, leicht gehobene Trinkstärke mit 65,1%. Und wer jetzt Angst hat um seine Kauleiste und meint, ihm fallen dabei die Zähne aus, wenn er den trinkt, keine Bange, sowas würden wir euch nicht verkaufen. Wenn euch der zu stark ist, wie gesagt, ihr könnt immer noch mit Wasser spielen, ein paar Tropfen dazugeben oder auch ein bisschen mehr, aber wir sind ehrlich der Meinung, das braucht er nicht. Probiert es gleich einfach mal selbst. Portwein fast ganz was anderes als so Ex-Bourbon oder Sherry. Richtig so schwere, dunkle Noten, finde ich. Ja, wie so das schokoladige Ton so ein bisschen im Ansatz schon sehr präsent von der Frucht her, dieses beerig, dunkelbeerige. Ja. Ne, Brombeeren, schwarze Johannisbeer. Zusammen mit der Schokolade, vielleicht ein wenig Piemont-Kirsche. Ja, unbedingt. Mozartkugel. Ja, also wirklich so in die Richtung dunkle Früchte und Schokolade. Ja. Dieses, leider dieses Jahr nicht stärker der Kirmes, aber diese Früchte, die mit der dunklen Schokolade überzogen ja. sind. Ne? Und dann nochmal so dieses rote Sachen wie Erdbeere und sowas. Diese roten Schokolierte Früchte, genau. Genau, diese roten Weintrauben auch. Ja. Und halt, wenn ich das so jetzt rückblickend gerade mit dem Glenkeith, mit dem ersten vergleiche, der halt einen recht frischen Eindruck machte, wenn ich das vergleiche mit Jahreszeiten, dann ist das so der Frühling gewesen, wo alles wieder zum Leben erwacht, hurra, es geht los und das hier ist Spätherbst. Ja. Dunkel, gesetzt, alles kommt zur Ruhe. Und meine kleine Spur, irgendwas Spritziges nehme ich auch wahr. Ein paar Johannisbeeren vielleicht noch mit drin. Schwarze Johannisbeeren.
Also so eine ganz leicht Säure-Note. Auch an der Farbe schon gut zu erkennen, wenn ihr das auf dem Bild jetzt wahrnehmen könnt. Der ist also rot. Wirklich rot wie so ein Hagebuttentee. Sehr, sehr kräftige Farbe. Oh, sehr schöne Nase, finde ich. Ja. Das ist toll. Macht immer wieder Spaß. Wie gesagt, so, da muss wirklich nichts für die Sommerterrasse, genau was du gesagt hast. Heute perfekt, gerade mit dem Regenschauer draußen. Ja. Sich ein bisschen zugezogen draußen. Was ich hier übrigens auch interessant finde, ich habe das manchmal bei Whiskys, gerade im hochprozentigen Bereich, wenn ich die beim Verriechen einatme, das scheint mir so richtig in die Nasenschleimhäute sofort trocken zu legen. Mhm. Die 65% merke ich hier in der Nase überhaupt nicht. Nee. Das ist böse Falle. Ganz böse Falle. Ja, also das ist nicht so, als wenn jetzt in der Nase in irgendeiner Form der Alkohol störend wirkt. Nee, überhaupt nicht. Das hat er nicht. Ja, also das ist gut eingebunden von der Nase her. Wie gesagt, Gaumen müssen wir gleich mal schauen, aber... Komm, scheiß auf gleich. Auf den Holger, der lacht meckert wieder, wir sind zu schnell. Ja. Ich kann ja langsamer trinken. Bin immer wieder begeistert, wie der sich im Mund dann auch verhält. Diese schöne Portsüße, ja. Ne, die sich jetzt sofort breit macht. Und hier finde ich doch den hohen Alkoholgehalt genial. Ja. Das pusht den richtig, weil es wirkt nicht störend. Also es ist nicht so, als wenn er sagt, boah, das ist too much, man merkt ihn natürlich. Und merkt, dass da über 60 mit dabei ist, aber ich finde das gerade wie so ein Kickstarter eigentlich für die Aromen. Das ist echt toll. Ja, gut, sagt man ja nicht umsonst. Alkohol in der Spirituose ist das, was Fett im Essen ist, ist ein Geschmacksträger. Mhm. Das gibt so einen richtigen Boost. Und den Alkohol finde ich, also du kannst den erstaunlich lange im Mund behalten, bevor du merkst, hoppla, da ist halt doch ein bisschen mehr dahinter als bei den anderen. Was du dann aber erst richtig merkst, nachdem du ihn runtergeschluckt hast, wenn du dann den Mund aufmachst und durch den Mund atmest, dann merkst du auf einmal, 65,1%. Müssen wir aber das versuchen, das mal renasal zu trinken. Also das wirklich mal... Es ist wirklich einfacher und es ist nicht so versaut, wie es sich anhört. Aber wirklich mal reinriechen, das Ganze mal in den Mund nehmen, runterschlucken und dann kräftig von unten mal aus einatmen. Damit holst du dir die Aromen nochmal in die hintere Nasenhöhle. Versuch das mal. Okay. Renasales Verkosten nennt man das. Merkst du das, wie es sich hinten in den hinteren... Mhm. Das finde ich ganz, ganz klasse. Da haben wir diese ganzen Früchte-Potpourri. Ja. Da ist so dieser eingelegte Rumtopf, sag ich mal so. Das ist, wie du sagst, die Piemont-Kirsche ganz klasse. Schokolade mit dabei. Die ist schon überall mit. Mhm. Merkst du doch mal alles nochmal so ein bisschen ausgefüllt wird? Mhm. Das ist gut, ne? Geil. Hm.
Sehr schön. Der Holger Montag hatte gerade eine Gerstensuppe mit einem Schaumtopping. Ja, guten Appetit. Was du zu Hause isst, klasse. Andere sind ein Schnittchen zufrieden. Andere haben Schnittchen. Maike Loch-Lohrmann wird irgendwie oft unterschätzt. Ja. Ja, definitiv. Sind wir mit dem Bild so weit daher, dass Maike erst beim Loch-Lohrmann ist? Ich weiß nicht, was wir... Oh. Ich hoffe, es hängt nicht so lange, aber ich glaube, es ist... Alles toll. Richtig, richtig. Und klasse, wenn man das sagen darf, Preis-Leistung top. Super genial. Weil das Fläschchen kostet 79 Euro regulär. Das ist schon kein schlechter Kurs, aber jetzt für 75,05 Euro im Tasting-Angebot Rabatt mit 5%. Richtig klasse. Ein Ding, wo du auf jeden Fall was richtig was von hast. Ja. Lecker. Einfach lecker. Holger hat ein bisschen Liebstöckel in der Nase. Da gebe ich dir ein bisschen recht. Der ist erst beim... Aber der ist aber noch beim Loch-Lohrmann. Ach so. Vermute ich mal. Ich hoffe, wir hängen nicht so weit nach hinten, weil wir haben jetzt erst die... Ja. Vielleicht werden wir ja schon beschimpft weiter unten. Hör mal, alles denkbar. Wir lesen uns nachher in Ruhe durch. Versprochen. Vielleicht kommt dann ja nachher auch die Frage, und wir können es nur noch nicht sehen, ob wir wissen, was da drin ist, weil es ist ja ein Blended Malt. Ja, natürlich wissen wir das, aber wir dürfen es ja gar nicht sagen, dass der aus Glenrothes Tamdoon McKellen besteht. Nee, dann würden wir ja von der Destillerie Ärger bekommen, wenn wir es sagen würden. Viel schlimmer, ich glaube, da, wo wir das Fass eingekauft haben, gibt es da richtig Ärger. Ja. Deshalb sagen wir das nicht. Nee. Genau. Ist besser. Nee, dann macht Sachen auch nicht. Oh. Also jetzt hatte ich wirklich gerade den Eindruck, ich habe so eine von diesen kirschgefüllten Schokopralinen, die jetzt bald in die Sommerpause gehen. Oder schon sind, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, im September kommen sie wieder. Schau mal, Lars Mitten 2 schaut zu uns, Alexander Wiefhaus, die Senatoren, hallo, grüßt euch, schön, dass ihr dabei seid. Wir sind mittlerweile auch schon auf 62 Teilnehmer geklettert. Den müsste ich mal nachverkosten, kurz. Mach das, ist noch ein bisschen was drin in der Flasche. Da hast du dich jetzt aber schwer beherrscht, oder? Die Mutti schaut ja zu. Ach so, ja, nee, stimmt. Ja, das ist das. Du bist halt, kommst aus der Weinecke und du ziehst dir das Zeug teilweise auch rein wie Wein. Nein. Nein, tut er nicht. Also das war jetzt gerade Scherz. Er gießt halt in der Regel nur größere Portionen ein, weil... Du musst mich erst noch an gewöhnen, ehrlich gesagt. Zumindest dann, wenn Mutti nicht zuschaut. Wobei es immer ganz schön ist, die vielen Parallelen zwischen Whisky und Wein, also gerade dadurch, dass er sehr viel auch zum Wein gehört hat, auch Portwein, Sherry, das hilft einem schon sehr weiter, die Kombination und... wie gesagt, wir wollen vielleicht demnächst auch mal Tasting-Videos machen, wo wir mal so ein bisschen darauf eingehen, auf die Weinfinishes, auf die Fässer und parallel einfach mal dazu auch mal Wein verkosten und mal wirklich schauen, wie sich jetzt Pinot Noir-Fass im Vergleich zu dem Pomerol-Fass mal auswirkt, ne, was der Unterschied zwischen einem Decamp-Fass und einem Süßwein-Fass ist, nämlich keins. Also so verschiedene Sachen mal anzugehen, das haben wir schon häufig gehört, soll mal interessant sein und da wollen wir nächstes Mal was machen, glaube ich. Ne? Ja, ich freue mich da schon riesig drauf, stelle mir das sehr, sehr spannend vor, unter dann für mich fachkundiger Anleitung das Ganze mal ein bisschen präsentiert und erklärt zu bekommen, weil das ist schon echt erstaunlich, was der Marcel da an Wissen mit sich rumschleppt und das auch gerne teilt. Immer wieder faszinierend. Gerade, wie gesagt,
vorhin klang es schon mal an, da in der Whisky-Welt mit den Dingen teilweise etwas ja, lieblos schon fast umgegangen wird, wenn da nur einfach Sherry-Finish draufgeschrieben wird als Beispiel. Genau, okay? Genau. Ja, halber Montag, genau, ja. Worauf auch worauf immer sich das immer, jetzt bezieht. Worauf auch immer, Holger, genau. Also auch den trinke ich wieder nicht aus. Ich bin für meinen Teil durch. Du kannst dir ruhig noch Zeit lassen. Ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht, wie es bei dir aussieht. Mir hat es Spaß gemacht. Ich bin gespannt auf euer Feedback. Schreibt es ruhig mit in die Kommentare oder schreibt uns hinterher eine Nachricht. Die Whisky selbst, wenn sie euch gefallen haben und ihr sagt, boah, das Sample war mir zu wenig, ich möchte eine große Flasche haben, ihr findet sie bei uns im Shop unter Angebot des Tages oder im Sale unter What? 5%. Da haben wir die Whiskys alle hinterlegt und ihr könnt entsprechend zuschlagen, wenn ihr möchtet. Wir wollen an der Stelle aber auch schon darauf hinweisen, dass die nächsten Tastings bereits in Planung sind. In 14 Tagen werden wir ein reines Bruichladdich-Tasting machen. Bruichladdich Progressive Hebridean Distillers. Ich denke, wir werden einfach mal 6 Whiskys nehmen. 2 Bruichladdich, 2 Port Charlotte, 2 Octomore. Um das ganze Spiel mal so ein bisschen rund zu machen, was die Damen und Herren da auf der Insel Eider alles so können. Das wird am 14. Mai stattfinden. Das genaue Line-up werden wir spätestens Anfang nächster Woche dann auch mit Angebot, beziehungsweise das als Artikel im Shop zum Bestellen hinterlegen. Natürlich könnt ihr dann wieder mitverkosten. Nächste Woche Donnerstag kriegen wir Besuch. Da ist der Michael Reikrad auf der Durchreise. Und dann werden wir sprechen über das Tasting in 4 Wochen, am 28. Mai. Bis dahin hofft er, seine neuen Best-Gram-Abfüllungen zu haben. Und davon werden wir euch dann ein paar schicke Sachen präsentieren. Das so als Ausblick. Auch da wird, wenn das Line-Up feststeht, rechtzeitig die Möglichkeit bestehen, die Sachen im Shop zu ordern, um dann intensiv mitzuverkosten und richtig dabei zu sein bei dem Tasting. Ja. Ansonsten, was wir glaube ich auch noch besprochen haben, ist, dass wir auch nach dieser Corona-Krise eventuell vorhaben, auch einmal im Monat das fortzuführen. Ja. Ne, darüber nachgedacht, das Ganze weiterhin online zu machen und dann mit euch gemeinsam zu verkosten. Da vielleicht einfach mal auch ein Feedback von euch, ob ihr sowas toll findet und sowas halt dann auch, wenn denn diese Krise hoffentlich bald vorbei ist, aber dennoch dabei behalten, weil wir dadurch halt die Chance haben, auch mal Leute online einfach mal zu lesen und Kontakt zu behalten, die halt nicht so nah am Whisky-Hort dran sind und jeden Donnerstag zu unserem offenen Tasting kommen können. Deswegen da vielleicht mal ein Feedback geben, einfach mal reinschreiben und dann können wir das in unsere Entscheidung mit einfließen lassen. Ja, wo wir gerade beim Feedback sind, wenn ihr irgendwelche Wünsche habt, was ihr gerne mal mit verkosten möchtet, schreibt uns auch das. Wir sind ja für fast jede Schweinerei zu haben, recht hemmungslos. Genau genommen für jede Schweinerei zu haben. Also da ist. Habe ich fast gesagt? Du hast fast gesagt. Die Hemmschwelle ist sehr gering. Ja. schauen wir mal, was wir da so im Laufe des Jahres noch zusammenkriegen. Wenn wir uns sicherlich das eine oder andere schicke einfallen lassen. Vielleicht können wir auch Vorschläge von euch mit umsetzen. Für heute Abend soll es das gewesen sein, denke ich. Seid fleißig, macht schön weiter. Ihr habt sicherlich alle noch genug zu trinken zu Hause. Gießt euch vielleicht noch den ein oder anderen Dram hinterher ein. Ein Dram in den Mai war heute das Thema. Und bis Mai sind es noch ein paar Stunden. Haut also rein. Macht euch noch einen schönen Abend. Habt ein schönes, langes Wochenende, einen schönen Feiertag morgen und ein, wie ich finde, sehr schöner Gruß, den ich gerne auch künftig beibehalten würde.
bleibt gesund. Ciao, ciao. Tschüss. Jetzt darfst du austrinken.